So, Leute, da sind wir beim nächsten Opening, beziehungsweise bei einem Opening außerhalb der Reihe. Ihr wisst ja, 4. Februar ist für mich ein besonderer Tag. Dementsprechend mache ich da seit etlicher Zeit diese Gift-Bundle auf. Und ja, dieses Mal ist Innistrad Crimson Vow das Gift-Bundle. Und ja, dieses Mal ist es ein bisschen anders als sonst, weil wir haben weniger Booster da drin. Dadurch, dass wir jetzt in diesem Gift-Bundle tatsächlich Set-Booster drin haben, haben wir nur 12 Karten Crimson Vow Booster, wodurch das Ding günstiger ist wie normalerweise. Ja, dann haben wir hier unten so ein Kästchen, was ich tatsächlich für Würfel benutze, deshalb ganz nett. Und wir haben, oh, ist das schön. Und das ist, yes, thank you for the honor, yes, you are most beloved. I'm planning on 4 printing pins. I would like the following entries. Wenn hier die Adresse von Hasbro eingetragen wird, würde ich denen das vielleicht sogar schicken. Einfach nur aus Jux und Dollerei. So habe ich eine ziemlich schöne Postkarte. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die Frage ist, haben wir hier auch wieder dieses komische... Ja, haben wir. Ach, du Scheiße. Ja, da ist eine Olivia drauf. Nicht unbedingt die hübscheste. Ja, lassen wir das. Gucken wir uns. Oh mein Gott, diese Box. Und sie ist angedetscht. Nein, aber oh mein Gott, sie bewegt sich. Das ist kein Lichteffekt, den ihr da seht. Diese Box bewegt sich. Oh mein Gott, die hat einen richtigen Schimmer drin. Wow. Also, die anderen Boxen haben sich ja auch schon bewegt. Aber nicht so krass. Hi. Das ist geil. Das ist schon wirklich sexy. Und wir haben wieder einen Special-Würfel. Und zwar einen blutroten mit einer Fledermaus, die ein Herz drin hat. Als Bindown sehr, sehr cool. Sehr, sehr hochwertige Würfel auch so ein bisschen. Es fühlt sich ein bisschen strange an, aber sehr hochwertig. Dann haben wir Länderpacks und hier sind unsere Foil-Länder drin. Sieht man auch an dem leichten Curling. Ich meine, wie lange ist das Set jetzt draußen? Es kam Ende letzten Jahres raus. 2 Monate, 3 Monate und es sind jetzt schon gecurlt. Ja, dann haben wir auf jeden Fall Zygarde's Summons als unsere Promo. 6-Mana Enchantment. Kreaturen kriegen +1/+1. Nee, mit einem +1/+1 Marke drauf werden Base Power 4/4 fliegend und sind Engel. Krass. Keine Wachsamkeit, schade. Ja, plus halt eine Menge Foil-Länder. Packen wir beiseite, haben dann hier, wie spielt man Magic? Und unsere weniger Booster und trotzdem gleicher Preis, was ich ziemliche Verarsche finde. Aber gut, das ist Wizards of the Coast. Gucken wir uns erstmal, wie immer, die Set-Booster an. Normalerweise ist es ja so, gerade bei den Dingern mache ich es dieses Mal auch so. Ich gehe nur über besondere Sachen drüber und eben über Rares und Mythics, weil, als andere, oh, da haben wir schon was Besonderes, weil, seht ihr das? Wir haben hier eine Unterschrift. Das ist schon selten, ne? Und dann haben wir eine Insel. Die Karten fühlen sich komisch an. Sind das amerikanische Booster? Wenn ja, wird es das erklären. Made in the US. Ja, das amerikanische Booster, das erklärt dieses komische Finish. Deshalb tut mir leid, wenn ich hier zum Beispiel hier unten ein bisschen was vorgreife. Weil die hängen aufeinander und starten direkt strong. Aber Brook Caretaker, 6 Mana, 4/4 Hexproof. Und wir können zu Beginn des Combats eine +1/+1 Marke auf eine andere Kreatur legen mit Daybound. Und bei Nightbound haben alle anderen, alle permanent, die man kontrollieren, Hexproof. Nee, alle anderen und er selber hat auch Hexproof. Und zu Beginn des Combats legen wir 2 +1/+1 Marke auf jede Kreatur, die man kontrolliert. Okay, das ist strong. Und dann haben wir noch einen Ceremonial Knife, was halt, es fühlt sich so wack an. Also die Qualität von den Token, wenn ich das mal mit einem normalen Token, es fühlt sich so wack an. Es ist, die Amis sind echt schlechte Qualität, was ihre Karten angeht. Heilige Scheiße. Die sind echt nicht gut. Packen wir das mal beiseite. Machen wir das mal auf. Haben wir eine Serpent, dann haben wir eine normale Plains. Wie gefadet die auch aussehen. Ey, das ist. Ich bin kein Fan davon, dass hier amerikanische Booster drin sind. Ich finde amerikanische Booster irgendwie strange und nicht so cool. Wirklich nicht so cool. Wir haben Blood Vial
Periphora. 4 Mana, 5, 6 Trampel. Immer wenn der Gegner einen Zauber spielt, kreieren wir einen Blood-Token. Nee, der Spieler kriegt einen Blood-Token. Und wenn er angreift, kriegt er bloß 1 0 für jeden Blood-Token, den der Defending Player kontrolliert. 4 Mana, 5, 6 Fliegen Trampel ist schon nicht schlecht. Und wir haben in dem wunderschönen Artwork Voldaren Epicure und ein Human. Wie immer, wie gesagt, ich gehe einfach durch. Und die meisten werden schon jetzt einiges geskippt haben, um sich das. Ui. Ui, was ein Artwork. Krass. Um sich das Collector Booster angeguckt zu haben. Wir haben hier Story ist rot. Also, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, Story ist rot. Übrigens, Story ist rot. Oh Gott, so viel rot. Dann kommt so ein bisschen Vampir da rein. Und seht ihr, wie die Karten aufeinander kleben? Hier die Foil hat die normale Oberfläche auch von Europa-Karten, wodurch die halt so glatt ist und alles andere irgendwie so klebt. Wie scheiße. Wir haben einen Axenan Packleader, 1 Mana 2-1. Wenn der Spieler kommt, er kommt ins Spiel mit einem plus 1 plus 1 Marke für jede Kreatur mit Mana-Kosten 4 oder höher. Und immer wenn man einen Zauber castet, Mana-Value 4 oder höher, kriegt man dann plus 1 plus 1 Marke. Und wir haben eine Karte von der Liste. Und zwar Grimmer of the Dead. 4 Mana, legendäres Artefakt für 1 Mana tappen. Discarden wir eine Karte, legen eine Study-Counter auf das Ding. Wir können 3 tappen, 3 Study-Counter von dem runternehmen, das Ding opfern. Und alle Karten aus allen Friedhöfen das Kontrolle ins Spiel bringen. Alle Kreaturenkarten. Und die sind zusätzlich zum. Das ist stark. Das ist bestimmt so ein Commander-Ding. Das ist immer ein Commander-Ding. So, dafür gehen die Booster relativ. Ui, hübsch. Hübsch mit den beiden Vampiren. Ja, dann haben wir hier wieder so ein altbekanntes Problem, dass die Karten klanken. Hier haben wir übrigens so leicht grün und dann geht es hier irgendwie in rot über. Keine Ahnung warum. Ah Gott, komm schon. Doom Weaver. Hä? Ah, das ist eine Commander-Karte. Ich sehe es jetzt erst. 6 Mana, 1-8 Spider Horror. Das ist echt eine widerliche Spinne. Mit Reach und Soulbound. Das bedeutet, wenn ihr ins Spiel kommt, kann man die mit einer ungepaarten Kreatur pairen. Und solange wie der gepaart ist, hatten sowohl diese Kreatur als auch die andere Kreatur. Immer wenn diese Kreatur stirbt, ziehen wir Schaden in höherer Stärke. Dann haben wir noch eine Rare, krass. Cemetery Desertator. 6 Mana, 4-4 Menace. Das fühlt sich so strange an. Diese Karten fühlen sich so mies an. Wenn er ins Spiel kommt oder stirbt, exilieren wir eine andere Karte aus dem Friedhof und suchen uns eine an. Wir können X-Karten von einem Permanenten machen, wobei X die Mana-Value der exilierten Karte ist. Oder wir können eine Kreatur minus X geben, wobei X die Mana-Value ist. Okay, strange. Dann haben wir. Hier ist keine Karte drunter. Und auch eine Rare Foil, krass. Mit Printlines. So und so. What the? Was ist denn da drüber gerollt? Alter, die Qualität ist so mies. Es tut mir so leid, dass ich mich darüber so hart beschränke, aber das ist. Wie kommen die Amis mit ihren Karten klar? 3 Mana, 2-4. Immer wenn man eine Karte zieht, exiliert man stattdessen 2 Karten und kann eine davon die Runde spielen. Ne, beide spielen, wenn man möchte. Und. Oh, seht ihr das? Nächstes Booster. Ich will hier wirklich schnell durch. Das ist wirklich schlecht. Es fühlt sich wirklich eklig an. Das muss ich leider sagen. Wow, das Artwork ist Hammer. Das Artwork ist der Hammer. Das gefällt mir richtig gut. Seven of Suns. Okay, wir haben hier so ein blaues Zombie-Theme am Laufen. Was dann in Blau-Schwarz-Zombie, in Schwarz-Zombie, in Zombie-Cleric übergeht. Dann haben wir einen Guest. Auch hier oben die Qualität. Also irgendwas stimmt doch hier nicht. Die sind irgendwie mit Sand voll und keine Ahnung. Dann haben wir Creepy Puppeteer. 4 Mana, 4-3 Eile, wenn sie angreift. Und genau eine andere Kreatur angreift, wird diese Kreatur auch zu einer 4-3. Dann haben wir noch eine Bloody Betrayal und ein Night Day Token. Es tut mir leid, dass ich aktuell jetzt gerade so ein bisschen da durchrushe. Normalerweise genieße ich diese Openings ja richtig krass. Aber die Qualität ist mittlerweile so mies, dass ich diese Karten nicht lange in der Hand halten möchte. Alter, Wizards, bitte. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Voll Swamp. Der ist hübsch. Und ich kann ihn nicht richtig drehen. Alter, das ist doch. Hier haben wir so ein grünes Menschen-Theme. Das dann im Auto endet mit einem Wizard. Hier die Killerin sieht nice aus. Und wir haben Dorothea, Vengeful Victim. 2 Mana 4-4 fliegend. Wenn er angreift oder blockt, muss man ihn nach dem Combat opfern. Und er hat Disturb. Für 3 Mana kann er es im Friedhof casten. Und dann 3 Mana oder 5 Mana?
3 Mana. Und dann verzaubert eine Kreatur, die verzauberte Kreatur Card immer, wenn sie angreift, kriegt man einen 4-4 weißen Spirit-Kreaturen, die getappt angreifen, ins Spiel kommt, danach geopfert wird. Was ich sehr cool finde, ist, dass man Dorothea halt mit Legendary Creature mit dem Trigger und Stack halt mit Karakas beschützen kann. Das ist ganz cool. Und eine Lantern of the Lost, dann habe ich eine zweite, das ist ganz cool, die ist relativ foily. Brauche ich noch für Death in Texas. Ja. Immerhin eine Karte. Ich bin mir noch nicht sicher, wie gut diese Foils aus dem amerikanischen Booster sind. Wenn die genauso mies sind wie oh Gott. Ja, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Die Vampires haben sie abgeboostet. Also so weibliche Vampire haben wir schon lange nicht mehr gehabt, sag ich mal. Oder weibliche Charaktere generell. Das ist schon strange. Heroes Downfall, als ankam, ist immer noch so strange für mich. Dann haben wir ein... Ist das ein Misprint? Es ist ein purer Misprint. Also, das ist doch nicht normal, oder? Ich werde jemanden konsultieren, der Ahnung davon hat. Aber das sieht strange aus. Auch hier unten, das Ding sieht strange aus. Und ja, ich glaube, ich habe hier ein Misprint vor mir. Geralf, Visionary Stitcher, 3 Mana 1-4, legendäre Kreatur, Human Wizard. Zombies, die man kontrolliert haben, fliegen. Und für ein blaues Mana tappen, anderer kann man einen anderen Non-Token-Kreatur opfern und einen XX-blauen Zombie machen, wobei X die Stärke und Widerstandskraft gleich der Kreatur ist. Was sehr stark ist. Hier haben wir noch so einen Teil. Der hat genau denselben Fehler. Torrent Fist of Angels. 3 Mana 2-2, legendäre Kreatur, Training. Und immer wenn man einen Kreaturenzauber castet, kriegen wir einen 1-1 Human Soldier mit Training. Und dann haben wir Hive Heart Summons. Und hier noch ein Dornheart. Und dieser Summons sagt, wenn er angreift, kann man den Decknamen Standardland durchsuchen, dass kein Kreaturentyp kein Landtyp mit einem Land hat, was wir bereits haben. Und danach können wir unser ins Spielfeld sogar. Und danach können wir unser Deck schaffeln. Für 6 Mana kriegen wir einen 1-1 Insekt-Token und legen +1/+1 Mana drauf in Höhe der non-basic verschiedenen Sachen. Ja, strange. Wirklich strange. Also das Ding hier. Es ist einfach nur komisch. Es ist wirklich, wirklich komisch. Ich habe auch das Gefühl, ich bin noch nicht 2, 4, 6, 7, ja, es ist 8, wollte schon sagen. Ich bin doch langsamer sicher. Oh, ein Kleriker. Langsamer sicher hier am Ende, oder nicht? Cool Witness. Ist ganz witzig. Wir haben echt so ein Ding-Thematik. Markov, auch der total gefadet hier unten, total kaputt. Was ist das denn? Drawlhouse. Okay. Drawlhouse of Horror, 5 Mana, 1 Mana tappen, wir exilen eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof, kreieren dann einen Token, der eine Kopie ist, nur dass es ein 0-0 Artefakt ist, mit kriegt +1/+1 für das Konstrukt, was man hat, und hat Eile bis zum Ende des Zuges und kann man nur in der Sorcery aktivieren. Okay, ganz okay. Und jetzt das, worauf ihr alle gewartet habt, das Collector Booster. Ich hoffe, ich krieg's auf. Ja, kriege ich nicht. Diese Collector Booster aus diesem Set haben mich fertig gemacht. Das ist, also, was auch immer das für ein Material, wo die hier angefangen haben mit. Was für eine Rotze. Echt, ich bin mich hier nur am Beschweren, wo? Das ist so krass. Undying Malice, hier kommen erstmal ein paar Foily-Foils, dann kommen 2 Uncommon-Foils, dann kommt ein Forest, okay. Dann haben wir einen Pack-Leader, den hatten wir gerade eben schon, mit 2-1, mit +1/+1 Marken. Dann haben wir Mirage Phalanx. 6 Mana, 4/4 Soulbound, solange der gepaart ist, haben beide zu Beginn des Combats kreiert man einen Token, das eine Kopie dieser Karte ist, außer dass sie Eile hat und keinen Soulbound. Das ist strong, das kann richtig strong sein. Und ein Hamlet Vanguard, der wird im Human manchmal gespielt. 3 Mana 1-1 mit Ward 2 und wenn er ins Spiel kommt, kriegen wir 2+1/+1 Marken auf ihn für jeden Non-Token Human, den wir kontrollieren. Leider kein Trampel. Dann haben wir ein Blood Petal Celebrant Common. Quincy Harker, 2 Mana 1-2, kriegt +3/+2, wenn man 4 oder mehr Kreaturen im Friedhof hat und tappen für ein grünes. Auch hier Recluse Taxidermix und hier ist Quincy Harker. Das hätten sie doch irgendwie ändern können. Das finde ich ein bisschen schade. Dann haben wir ein Old Rustin. Ich dachte erst, der wäre voll. Der ist aber nicht voll. Den kenne ich gar nicht. 3 Mana 1-4. Wenn er ins Spielwerk kommt, millen wir eine Karte. Nee, oder zumindest versammeln wir zumindest millen wir eine Karte. Und wenn es ein Land ist, was wir gemillt haben, kriegen wir einen Schatztoken. Also die Dinger, die man opfern kann für Mana. Wenn man eine Kreaturenkarte gemillt hat, kriegen wir 1-1 Insekten. Und wenn man eine Nicht-Kreatur, Nicht-Land gemillt hat, kriegen wir ein Blatt.
Wird hier gespielt? Ich weiß es nicht. Dann haben wir ein Suitor und ein Patchwork Crawler. 2x1/2 für 3 Mana exilen wie eine Kreatur aus dem Friedhof und legen eine +1/+1 Marke auf den wir. Der hat alle aktivierten Fähigkeiten aller Kreaturen, die auf diese Weise exiliert werden. Dazu haben wir einen Wolf und ein 1/1 Insekt. Ja, das war das Gift Bundle. Mein Fazit, ich mag die Gift-Bundle für die Boxen. Ich finde die Boxen richtig schön, auch wenn hier die leicht angeditscht ist. Ich finde die schön. Gerade hier, die hat so einen richtig coolen Vibe. Aber die Booster da drin, das ist unterirdisch. Wirklich unterirdisch. Ja, trotzdem. Ich habe mich gefreut und hatte Spaß und hoffe, ihr habt auch genau wie ich einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.